liebe Medienvertreter, wenn die Kollegen mit der Kamera das Go geben, das sieht ganz gut aus, dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich der Präsentation des Trikotsponsors. Wie der ein oder andere vielleicht ja schon gemerkt hat, haben wir auch nicht vom neuen Trikotsponsor gesprochen, denn der Herr Hildebrand dürfte dem einen oder anderen bekannt sein als Vertreter der Geschäftsleitung von Top 12. Und insofern freuen wir uns, präsentieren zu dürfen, dass top12.de auch im kommenden Jahr die Brust des FCK-Trikots zieren wird. Dazu begrüße ich, wie gesagt, hier oben zum einen Thomas Gries, unseren Vorstandsvorsitzenden, und Patrick Hildebrand, Vertreter der Geschäftsleitung von top12.de. Das Geheimnis ist gelüftet und ich gebe das Wort dann an Thomas Gries. Thomas, warum war es dann letztendlich doch wieder Top 12? Was waren die ausschlaggebenden Gründe? Ja, erstmal Überraschung. Kontinuität geht doch in Kaiserslautern. Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Top 12 einigen konnten, dass sie ein weiteres Jahr auf der Brust bleiben, weil wir sie als sehr vertrauensvollen Partner schätzen gelernt haben und auch einige Dinge mit ihnen umsetzen konnten, die wir mit einem normalen Sponsor, der sich nur an Bekanntheitsziele hat, eben umsetzen konnten. Die Frage, warum jetzt Brust statt Ärmel, weil es ist ja auch vorher in der Presse gewesen, dass sie auf den Ärmel gehen könnten eventuell. Wir haben eine sehr intensive Analyse durchgeführt, haben die Top 12 vorgestellt, mit ihnen diskutiert, wie wir erstmal, was wir eigentlich in der letzten Saison geschafft haben mit Top 12, für Top 12, und haben eben analysiert, wie wir einen Mehrwert, noch Mehrwert erzielen können für Top 12, entsprechend das Paket modifiziert, auf die Bedürfnisse von Top 12 noch mehr eingegangen, vor allen Dingen im digitalen Bereich natürlich, und sind dann eben zu einem Punkt gekommen, und das sehe ich auch als großer Vertrauensbeweis von Top 12, dass sie uns wieder gespiegelt haben, dass sie sehr zufrieden sind mit dem, wie wir jetzt die neue Saison angehen, dass wir die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, und so kam es eben, dass Top 12 sich dann letztlich entschieden hat, doch wieder als Brustsponsor zu agieren. Und wie gesagt, ich freue mich darüber, weil ich glaube, es tut uns sehr gut, hier ein bisschen mehr Kontinuität zu zeigen. Warum machen wir das jetzt heute? Weil heute Abend bereits das Testspiel gegen den FKP Pirmasens in Offenbach an der Queich natürlich dann mit dem neuen Top-Sponsor Top 12 stattfinden wird. Ich möchte aber noch ganz kurz die Chance ergreifen, auch eine Stufe tiefer über Exklusivpartner zu reden. Wo stehen wir da heute? Wir hatten 8 Exklusivpartner in der letzten Saison. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir alle 8 Exklusivpartner auch für die neue Saison begeistern konnten, dass sie an Bord sind. Ich möchte die ganz kurz nochmal erwähnen in alphabetischer Reihenfolge. Das ist einmal BFD, Buchholz Fachinformationsdienst, Coca-Cola, Carlsberg, Lotto Rheinland-Pfalz, Pfalzwerke, die Rhein-Pfalz, RPR1 und Schröder Fleischwaren. Alle sind weiterhin dabei. Natürlich auch unser Ausstatter Uhlsport. Und das freut mich auch sehr. Wir haben auch einen neuen Exklusivpartner, einen zusätzlichen gewonnen. Leider, das ist das Problem, kann ich den heute noch nicht nennen, weil intern durch Urlaub der neue Exklusivpartner erstmal intern das alles kommunizieren möchte und wir eben erst in den nächsten Tagen die Presse informieren können. Das werden wir aber nachholen und auch mit großer Freude, weil das wirklich ein Leuchtturm hier in der Pfalz ist und uns auch, wo wir uns, glaube ich, gegenseitig sehr befruchten können. Ja, das jetzt erstmal soweit. Ja, dann gehen wir weiter und kommen zu unserem Hauptsponsor und Trikotsponsor top12.de. Von top12.de begrüße ich gleich zwei Vertreter. Zum einen zu meiner Linken Patrick Hildebrand von der Geschäftsleitung, den werden wir gleich hören. Zum anderen freuen wir uns auch, dass der Markenbotschafter von top12.de hier ist. Der ein oder andere, dem einen oder anderen dürfte er bekannt sein. Wir freuen uns, dass Mario Basler hier ist, hier anwesend bei uns. Und Mario Basler wird auch allen Medienvertretern im Anschluss an die Pressekonferenz sehr gerne für Interviews etc. zur Verfügung stehen. Dann kommen wir jetzt aber erstmal zu Patrick Hildebrand. Was waren letztendlich die ausschlaggebenden Gründe für Top 12 zu sagen, wir bleiben doch auf der Trikotbrust der Roten Teufel? Ja, schönen guten Tag erstmal von meiner Seite hier als Vertreter von Top 12.
Wie es der Herr Gries schon erläutert hat, sind wir mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Das Engagement war ja sowieso auf 2 Jahre von unserer Seite ausgelegt. Das 2. Jahr sollte eigentlich erst auf dem Ärmel stattfinden, aber auch nach unserer internen Analyse sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir vielleicht doch lieber auf die Brust gehen würden und haben es dann mit dem FCK zusammengesetzt und haben da auch relativ schnell dann Lösungen gefunden. Ebenso wurde unser Paket nochmal, das wir als Sponsor haben, nochmal ein bisschen auf uns angepasst, somit wir dann mit dem Komplettpaket absolut zufrieden waren und sind und dadurch auch uns die weitere Zusammenarbeit dann sehr gut von unserer Seite stattfinden wird. Der FCK ist einfach in unserem Marketingpaket einfach ein Baustein. Wir haben ja im Laufe des Jahres schon mit Fernsehwerbung angefangen, mit Mario Basler einen Markenbotschafter verpflichtet und der FCK ist da einfach auch ein Baustein und mit dem wollen wir weiter hier diesen Weg gehen. Wir sind absolut stolz, Sponsor hier beim FCK zu sein und wir sind auch guter Dinger, dass die nächste Saison auch aus sportlicher Sicht dann schon etwas besser verläuft. Ich denke, da sind sich alle im Umfeld einig, dass das nicht das unbedingt war. Als Sponsor möchte man natürlich auch lieber eine Mannschaft, die weiter vorne spielt. Aber trotzdem haben wir absolutes Vertrauen in die Geschäftsführung und auch in die Mannschaft und haben uns deswegen entschieden, auf die Brust zu gehen.